Mit dem Tuk-Tuk geht es nun weiter zu unserem nächsten Ziel, der Brahmanandaraya Mahaviharaya oder auch genannt Attapattam Viharaya. Der Fahrer scheint diesen Tempel nicht zu kennen, also halte ich ihm das Handy unter die Nase mit der Route von Google Maps. So richtig klappt das aber auch nicht und wir fahren ein paar Umwege, gelangen dann aber schließlich doch an unser Ziel. Der Brahmanandaraya Mahaviharaya ist einer der ältesten buddhistischen Tempel in der Umgebung von Gaul, mit einer mehr als 200 Jahre alten Geschichte. Bekannt ist der Tempel auch unter dem Namen Attapattam Viharaya, wegen der achteckigen Form des hier befindlichen Buddha-Schreines. Der Tempel stellt die kulturgeschichtliche Beziehung zwischen Sri Lanka und Thailand dar. Ein Mönch öffnet uns die Tür zum Hauptgebäude mit dem großen Ordinationssaal. Dieser Tempel wurde im Jahre 1824 errichtet. Im Jahre 1857 besucht König Chulalankara von Thailand Sri Lanka bzw. Gaul und initiiert hier den Bau der Chulalankara Halle in diesem Tempel. Der König legte selbst den ersten Grundstein zu dieser großen Gebetshalle und der thailändische Einfluss lässt sich nicht verbergen. Fotos an der Wand erinnern an den Besuch aus Thailand. Wir verlassen nun die Halle und spazieren über ein paar Stiegen auf das gegenüberliegende Gelände mit einem hübschen kleinen Garten und dem Dagoba. Hier sehen wir den achteckigen Buddha-Schrein, der dem Tempel seinen Namen gibt. Hinter der Türe befinden sich farbenprächtige Wandmalereien und die Buddha-Statue. Also wir müssen wieder zurückgeblitzen. Vor dem Schrein im Garten die 28 kleinen Buddha-Statuen. Wir drehen noch eine letzte kleine Runde durch die Tempelanlage und dann verlassen wir den Tempel. Machen uns auf die Suche nach einem Tuk-Tuk, um ins Zentrum von Gaul zu fahren, wo wir ein wenig bummeln wollen.